Versuchen Sie jetzt, stellen Sie sich jetzt ein russisches Dorf wie früher. Nichts hat sich geändert wie vor 100 Jahren. Ein malerisches Dorf, so Holzhütten. Und es ist Abend, wunderschön in der Natur. Der Mond scheint, die Nachtigall singt. Und mitten durchs Dorf geht die Gazprom-Pipeline. Junge Männer und Frauen gehen langsam zum Zentrum vom Dorf. Und dort spielt ein Balalaika-Spieler und ein Akkordeonspieler. Und die spielen zuerst langsam und leise und dann immer schneller. Und dann beginnen die jungen Paare zu tanzen. Tanzen immer schneller und schneller. Kann man jetzt gerne.